Hallo Leute, ich habe zwar gesagt, dass dies der letzte Part von Akinator wird, aber Akinator ist so cool, dass ich einfach weitermachen werde. Also wird es kein Let's Special mehr sein, sondern einfach ein Nebenprojekt, wie schon gesagt. Dann klicken wir wieder auf Spielen. Ich habe einige Tage nicht mehr gespielt und ihr Pseudo eingeben, also der Name, wissen wir ja jetzt schon. So, ihr Alter, bist ihr jetzt auch schon 16? Hoppala, 16. Und ein Mann. Spielen. Ich möchte mal was probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Probieren wir es mal. Existiert die Figur wirklich? Ja. Spricht sie Deutsch? Weiß ich nicht. Ich glaube ja schon. Ein Schauspieler? Nein. Im Musikbereich tätig? Nein. Aus Amerika? Weiß ich nicht. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Hat deine Figur Beine? Nein. Mit einem. Ah, ja! Stehe du und deine Figur euch sehr nahe? Nein. War deine Figur mit einem Prominenten verheiratet? Nein. Kenne ich deine Figur seit du. Nein. Ja, ich sehe sie gerade. Nein. Hat deine Figur eine besondere Beziehung zu Weihnachten? Nein. Nein. Klar. Hat das Komme so. Grün. Ja, voller Grün. Sehr alt. Ja. Ich denke an. Wen denkst du denn? Akinator, das Webgenie. Naja, stimmt nicht ganz. Eigentlich Akinator. Klick mir mal auf Ja. Immer. Oh, sehr oft gespielt, wie ihr unten sehen könnt. Und dann machen wir noch ein Spiel. Ja. Heute habe ich Bock drauf. Und suchen wir mal wieder was Fiktives. Ja. Figur? Nein. Älter als 35? Nein. Ich weiß nicht, ob wir das schon gehabt haben, aber ich glaube eher nicht. Ist deine Figur berühmt? Berühmt ist sie schon, ja. Aber existieren tut sie wirklich nicht. Nein, kein tierisches Aussehen. Ja, lebt noch bei den Eltern. Bruder oder Schwester? Nein. Ja. Eine Mütze. Ein Helm aber nicht. Ja, jetzt haben sie ihn. Nein. Nein, nicht europäisch. Ja, genau. Eric Theodore Cartman. Fuss auf Park. Die, glaube ich, berühmteste Person, aber nicht die beliebteste. Wen können wir denn jetzt sehen? Suchen. Mal überlegen. Es gibt so viel. Vielleicht. Ja. Ich probiere mal was. Wieder was Fiktives. Kommt aus Amerika? Hat eine Tochter? Nein. Irgendwie auch nicht. Eine Zeichenfigur? Nein. 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 Ja, lädt. Durchs Kino bekannt, teilweise. Ja. Spielt eine Figur die Rolle eines Bösewichts, aber auf jeden Fall nicht. Ja, bekannt. Besitzt sie ein Auto? Warte, ich sag mal gerade, wie lange ich aufnehme. Ja, 5 Minuten. Nein. An wem denkst du dann? Der Weihnachtsmann. Ja. Der Weihnachtsmann.
Weil heute ja Weihnachten ist. Und ja, auch sehr oft gespielt hier. Könnt ihr es unten sehen? So. Klicken wir nochmal auf Spielen. Nehmen wir mal eine. Weiß ich nicht. Wen sollen wir denn nehmen? Es ist sehr schwer. Nehmen wir doch mal. Weiß ich nicht. Er ist weiblich, er ist eine weibliche Person. Amerika erfolgreich. Klicken wir mal auf ja. Ich weiß nicht, ob sie schon verheiratet war. Blond? Nein. Mit A. Ich klicke mal auf Nein. Nein, keine roten Haare. Nein, nicht dunkelhäutig. Nein, nicht älter als 35. Ich mache jetzt mal Zufall. Ich habe keine Ahnung. Schauspielerin? Nein. Mit Feuerwerk zu tun? Nein, nicht Katy Perry. Wegen ihrem Lied Firework. Ah, hat deine Figur schwarze Haare? Nee. Ja, komm schon. Nochmal ein Tipp. Klicken wir mal auf Ja. Kinder? Nein. Öfters Perücken? Nein. Hat deine Figur Arme? Ich glaube schon. Hat deine Figur in einer Castingshow teilgenommen? Werde ich nicht sagen. Lebt deine Figur noch? Nein. 70er bekannt gewesen? Nein. Geburtsland? Nein. Mal sehen. Ja, genau. Würde ich sagen. Hoppala. Den Namen habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Schauen, wie lange noch. Ja, ich möchte nicht so lange. Ich möchte nur so 15 Minuten aufnehmen, nicht länger. Okay, mal sehen. Eine Frau. Nein. Älter als 35. Ja, nein, weiß nicht. Ich möchte noch mal was probieren. Älter als 35? Ja, auf jeden Fall. Nein, irgendwie nicht. Nein. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Nackt gesehen. Wurde deine Figur getötet? Ich glaube schon. Spielt deine Figur in einem neuen Team? Ich glaube nicht. Ja, mach. Mach hin hier. Hat deine Figur Geschwister? Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich denke an. Ja, Jesus Christus, Messias und Sohn Gottes. Was es nicht alles gibt in Akinator? Probieren wir mal was anderes. Kann man kurz checken. Ja, das ist gut. Die Zeit, ja, kannst du auch wieder verschwinden hier. So, okay. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur älter als 35? Nein. Ich krieg mal Zufallsprinzip. Zufallsprinzip ist immer gut. Dann da, dann da, dann da, dann da. Mal sehen, ob mal wieder eine Nachricht entscheidet.
Mal da, 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 mal da. Mal sehen, wer jetzt kommt. Niemand! Genau, niemand! Wer hätte das gedacht? Ich nehme mal ja. Aber immerhin 37.080 Mal. Das ist sehr gut. Ich liebe es, mit dir zu spielen. Ja. Mach mir noch eine Person und sehen mal. Ist eine Figur weiblich? Weiblich. Ich weiß. Nehmen wir mal ja. Sorry, ich musste kurz niesen. Hat sie schon mal geheiratet? Ich weiß nicht. Hat deine Figur Konzerte gegeben? Was heißt hier gegeben? Erfolgreich in Amerika. Ja, ich weiß nicht. Klick mir mal auf ja. Nee, also so solche Personen. Klick mir mal auf ja. Auf ja. In der amerikanischen Serie. Klick mir mal auf ja. Trifft man sie in einer Auszeit. Klick mir mal auf nein. So. Gegen das Böse, klick mir mal ja. Krimiser, klick mir mal nein. Sieht man sie mit dem Vampiren? Ja, Vampiren, klick mir mal nein. Nein, nicht hier, oder? Nein. Würde ich schon sagen. Zu viel, klick mir mal nein. Glaube, klick mir mal nein. Als deine Comedian, nein. 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 Er wird schon ganz rot hier. Ich weiß es immer noch nicht. Ja, das könnte es vielleicht sein. Würdet ihr auch sagen, ne? Mal sehen. Wie lange wir schon aufnehmen. Okay, dann machen wir hier eine Aufnahmepause und sehen wir uns als nächstes Mal wieder bei Akinator oder bei einem anderen Let's Play. Ciao!